So, heute wird spannend. Wie ihr seht, die KVF steht schon auf Marsch. Habe ich natürlich ganz allein so hingestellt. Und zwar ändern wir unten was dran. Und zwar, wie man sieht, der Plastikunterverschluss, der ist hier schon eingedellt, sehe ich gerade das erste Mal. Okay. Hier hinten ist ja komplett offen. Ich hoffe, die kippt nicht um, wenn ich da drunter bin. Und hier, an den Roststellen sieht man natürlich jetzt auch schon, die schrappt immer mit diesen Halterungen, wo die Fußrasten drauf sind, auf dem Boden. Und ja, alles nur so Kunststoff. Da dachte ich, ich gönne mir jetzt mal was. Habe ich zufällig bei eBay was gesehen, bei einem Angebot. Und ja, das packe ich jetzt gleich mal aus. Ist kein Unboxing, ich kann euch nicht mitnehmen, ich habe kein Stativ hier. Aber ja, ich weiß selber noch nicht, wie es aussieht. Ich habe es nur auf Bildern bei eBay gesehen. Und jetzt packe ich es mal aus, gucke, ob es überhaupt passt, durchs Dranhalten und dann bauen wir um. Gerade doch nochmal entschieden. Ich versuche euch jetzt einfach so mitzunehmen, dass ich hier mit einer Hand die Kamera festhalte. Bin mal gespannt. Hier sind auf jeden Fall schon Gebrauchsspuren. Da guckt ihr das ein bisschen raus aus der Verpackung. Aber scheiß drauf, so Unterverschluss sollte das auch schon aushalten. Der wird noch viel, viel Schlimmeres erleben. So, wahrscheinlich werde ich das eh noch ein bisschen schneiden müssen, weil ich jetzt hier. Ich krieg da so nicht auf. Mit einer Hand. Moment. Eine Ewigkeit später. So. Jetzt haben wir schon mal den ersten Blick. Ja. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, da ist ein A-Armschutz dabei. Es ist also nicht nur der Boden, sondern auch die A-Armschutzdinger und das Allergeilste, sogar an der Seite für die Fußrasten. Das kriegt man nicht oft. Und falls jetzt jemand wissen will, wo ich das her habe, das war ein Restposten, Sonderangebot bei eBay drin. Ich glaube nicht, dass der Händler noch welche hat. Das war, glaube ich, das letzte, was er wahrscheinlich noch irgendwo in der Ecke rumliegen hatte. Und der Vorteil ist, wenn man jetzt bei anderen großen Teilehändlern das bestellt, was ich jetzt hier bekommen habe, 4 mm Alu für komplett alles, also Unterboden, die Seiten, die 4A-Arme. Da ist man locker bei einem Betrag mehr als 100 € mehr, als ich jetzt bezahlt habe. Also da habe ich, wenn es wirklich passt und nachher gut funktioniert, echt einen Schnapper geschossen. Mal schauen, wir werden es sehen. So, ich habe jetzt gerade schon gesehen, da sind noch extra Halterungen bei. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das an die originalen Schrauben geht, sondern tatsächlich noch mit extra Haltern an den Nahrarm festgemacht wird. Aber wenn man jetzt mal so guckt. Obwohl, es könnte. Ne, das passt nicht mit den Originalschrauben. Das heißt also, der wird tatsächlich mit extra Halterungen am Rahmen festgemacht. Ja. Ja, ich bin gespannt. Packe ich erstmal weiter aus. Okay. Das ist ein komplettes Teil. Damit hätte ich jetzt selber nicht gerechnet. Das ist massiv. Ich jetzt überlege. Jetzt kann ich nicht so weit weghalten. Sieht man nicht. Aber Heidewitzka. Das ist mal ein großes Stück Alu. Ja. Nice. Ja. Ein oder andere Macken hat es natürlich abbekommen. Oh, nice, das Muster passt zu denen von da oben, sodass der Dreck da durchfallen kann. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren und der Dreck fällt da trotzdem durch. Da auch die Aussparung für die Fußbremse. Nice. Ich bin gespannt. Ich räume jetzt erstmal den ganzen Müll hier weg. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal vernünftig an. Ich habe das mal da hingelegt. Wenn man schon mal weiß, dass alles da ist. Musste gerade auch erstmal nachgucken,
wie rum die jetzt sind, ob die so rum sind oder andersrum, aber tatsächlich ist dieses große Blech nach hinten, falls man mal rückwärts durch den Schlamm fährt. Naja. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Sind auf jeden Fall diese ganzen Halterungen dabei. Ich bin mal gespannt, ob ich die wirklich brauche oder ob ich die an den Originalhalterungen mit den Originalschrauben dran machen kann. Problematisch ist halt, haben wir diesen Original, ich muss auf die andere Seite wegen Licht, Original guckt, die Schrauben sind ja alle eingelassen, damit man die sich nicht kaputt fährt. Bei so einem Blech, was von unten ganz glatt ist, geht das natürlich nicht. Wenn ich hier so gucke, na, das sind alles so, da sieht man es jetzt, mit Unterlegscheiben. Na, da bin ich mal gespannt, ob man sich die Schrauben nicht auf Dauer so kaputt fährt, dass man das nicht wieder abkriegt. Aber das ist dann ein anderes Problem. Ich glaube, so ein Unterfahrschutz, wo noch so eingelassene Schraubenlöcher sind, das, der wird mal eben 100, wenn nicht sogar 200 Euro mehr kosten. Ich glaube, das haben die alle nicht. Selbst die hochwertigen von den großen Quartalehändlern nicht, die das für die KVF noch anbieten. Also ja, ich bin jetzt erstmal gespannt. Ziehe das mal eben zur Seite und schraub dann mal erstmal den alten ab. Und ja, dann schauen wir mal weiter. So, ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, wie man jetzt halt sieht, der Unterfahrschutz, der Originale, der geht halt nur bis zum Rahmen. Heißt also, wie hier, der konnte sich jetzt mit Gewalt reindrücken, weil hier das dann nur eingeklemmt wird. Das heißt also, durch den Druck von hier haben sich die Schrauben, also hat sich der Unterfahrschutz unter den Schrauben rausgezogen. Der Rahmen ist hier auch schon ziemlich hart mitgenommen. Das wird natürlich bei dem neuen nicht so sein, weil der geht über den Rahmen. Auch schon Grund mehr, den mal zu wechseln. Mal gucken, ob man den überhaupt da... Oh je, ich muss hier nachher fegen. Ei! Das sieht nicht gut aus, der ist nass. Ja, mal schauen, ob wir jetzt hier direkt die nächste Baustelle haben. Oh oh. Oh oh. Guck mal, beide Seiten. Eieieiei. Mal schauen. So, jetzt hier nochmal den Vergleich. Das ist das neue. Und das bisschen, dieses mickrige Stück Plastikgerümpel da vorne. Das ist der alte Unterfahrschutz. Jetzt auch hier gerade noch mal ein bisschen sauber gemacht, grob. Ein bisschen muss ich nachher noch mal fegen. Naja, ach, ja, das ist so das Problem, wo ich mich als nächstes drum kümmern muss. Obwohl beide Antriebswellen undicht sind, vorne und hinten. Ach, ätzend. Ja. Geschafft. Das sieht doch mal gut aus. Oh ne, warte, da oben habe ich zwei Schrauben vergessen. Ja, gut, die mache ich gleich noch. Da liegen sie. Ja, genau, die zwei Schrauben muss ich da auch noch. Und unten die zwei, da komme ich jetzt nicht dran. Da muss ich die erst wieder auf alle Viere stellen. Dann komme ich von hinten dran. Im Moment ist der Boden da im Weg. Und ja, die Schraube fehlt auch. Da komme ich nicht dran wegen dem in dem Gott, Kühlflüssigkeitsbehälter. Sonst müsste ich da, aber ich muss da von oben durchgreifen. Das heißt also, wenn der mal irgendwann woanders hinkommt, dann kann ich da auch noch die letzte reindrehen. Aber das ist völlig egal, da sind so viele Schrauben drin. Ich glaube nicht, dass die eine jetzt was ausmacht. Und ich bin mal gespannt, wie das von vorne aussieht mit dem Alu. Dem hier. Stimmt mega nice. Muss ich nur gucken, wie ich die wieder auf alle Viere kriege. Aber erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ja. So. Bin fertig. Und der Verschutz ist dran. Ach, das sieht schon schick aus. Auch hinguckt. Und hier an der Seite. Das kann schon was. Ich bin mal gespannt. Einzige, wo ich noch nicht sicher bin, das sieht man jetzt gar nicht mehr so gut,
Moment. Und zwar, ich weiß nicht, ob man sieht, wenn das komplett einfedert, ob dann dieses Alu-Ding bis ans Getriebe kommt. Also ans Differential meine ich. Das muss ich morgen nochmal testen. Aber heute habe ich keinen Bock mehr darauf. Bin ich erstmal froh, dass ich alles soweit habe. Jetzt räume ich hier noch auf. Ganzen Plastikscheiß, Papierscheiß und Plastikscheiß weg. Werkzeug wieder ordentlich wegräumen. Und dann, ja, erstmal morgen vielleicht nochmal in Ruhe drüber schauen.